Leute, ganze 7 Monate gibt es den PvP-Modus schon. Ja, ihr habt richtig gehört. 7 Monate spielen wir schon auf diesem Modus. Mit dem neuen 04er-Patch gibt es doch sowieso einen Vibe und wir müssen alle neu anfangen, Leute. Deswegen würde ich sagen, sage ich euch heute mal so meine Konzeptgedanken, meine Geheimen. Und man kann es doch letztendlich sowieso nicht allen Leuten recht machen, oder? Seien wir doch mal ehrlich. Aber vielleicht macht es ja trotzdem Spaß und ich würde einfach mal ein bisschen riskieren, was Neues auszuprobieren, Leute. Denn ich finde, das wird Zeit, sonst ist es ja alles so eingeschlafen und sowas. Und deswegen würde ich gerne eine neue Welt erschaffen. Und zwar sieht die wie folgt aus. Die besteht nur noch aus 2 großen Squads, wo ihr euch denn aussuchen könnt, wo ihr reingehen wollt, ne? Ja, und diese beiden Squads sind natürlich, wie sollte es anders sein, verfeindet. Es gibt den Alpha-Squad. Der ist natürlich vom Admin eröffnet und der lädt alle ein, die dahin möchten zu ihm. Und dann noch den Bravo-Squad, ne? Ist auch vom Admin eröffnet und der lädt natürlich auch alle ein, die da wollen. Also da wird nicht Nein gesagt, da wird jeder genommen. Wer dazu keine Lust hat, der kommt einfach ohne Squad in die Mitte sozusagen. Das sind dann die Ausgestoßenen. Das Fundament ist natürlich weiterhin Fairplay, da bleiben wir bei. Ich meine, Leute, stellt euch doch mal vor, das gibt's doch nirgendwo. Es ist quasi blau gegen rot oder wie auch immer, ne? Es gibt bei den meisten Spielen immer 2 Teams, wo ihr euch was aussuchen könnt, ne? Wo ihr rein wollt. Und die beiden sind dann natürlich verfeindet und kämpfen gegeneinander. Warum soll das nicht auch bei Scum möglich sein? Lass es doch einfach mal probieren. Ich hätte da schon Bock zu, ne? Und ganz ehrlich, wenn da Squads sind oder so, die halt unbedingt zusammenspielen wollen, ja, dann gehen die halt in einen zusammen, ne? Entweder in Alpha alle rein oder halt alle in Bravo. Dann sind sie ja trotzdem zusammen, ne? Und nur weil man in einen riesigen Squad zusammen ist, muss das ja nicht heißen, dass man mit denen immer was zusammen unternehmen muss. Das ist ja nicht der Fall, ne? Aber das ist doch geil, einfach so, dass sich die Leute, die Spieler, die drauf kommen, verteilen müssen halt in den Alpha- oder Bravo-Squad oder halt ohne Squad sind. Und das sind halt dann die Ausgestoßenen, die dazwischen rumwuseln, die alleine für sich spielen, ne? Aber die dann natürlich auch vielleicht von den beiden halt angegriffen werden könnten, weil die, man sieht ja bei deinem Riesenteam, siehst du ja, ob das dein Kumpel ist oder nicht, durch den Squad-Name eben, ne? Denn der Vorteil ist ja, wenn wir in so einem riesen Squad sind, ne, du siehst ja überall die Player-Namen, die zu dir gehören, ne, und alle, die keinen Namen über den Kopf haben, ne, ja, das sind natürlich dann entweder der feindliche Squad, ne, oder die sogenannten Ausgestoßenen, die hängen da ja auch zwischen, ne. Ja, dann ist es doch schon auf jeden Fall spannend, oder nicht? Und vor allen Dingen so ein riesen Squad, 2 riesige Squads, die da aufeinander sind. Die können machen, was sie wollen. Es gibt sonst keine Regelungen mehr, ne. Jeder kann für sich ein Haus bauen, die können aber auch zusammen eine riesen Stadt aufbauen halt, ne? Das ist alles egal. Aber das Grundkonzept ist halt 2 riesige Parteien auf dieser Welt halt, ne? 2 gegnerische Parteien halt auf dieser Welt, ne? Und jeder, der denn dazukommt, der hat dann gleich so gesehen auch ein paar Kumpels sozusagen, ne? Das ist doch geil, oder nicht? Man fühlt sich dann dazugehörig halt, ne? Und wenn man sieht, ja, der wird da beschossen oder sowas, dann kommen andere automatisch zur Hilfe, weil letztendlich ist das ja 1 Squad, der muss ja dann halt zusammenhalten oder sollte halt zusammenhalten, ne? Und ich finde, dieses Spielkonzept ist mal echt eine Neuerung, Leute. Außerdem bleibt die Welt natürlich jetzt nicht so, wie sie jetzt ist, Leute, sondern wesentlich weniger Loot werden wir dann haben und auch die Gegnerstärke etc., die geht dann auch wieder hoch, ne? Also Zombies und die Roboter und sowas, ne? Ich möchte das schon wieder jetzt so ein bisschen Richtung Hardcore-Modus droppen, ne? Wir haben zwar nicht nur ein Leben wie in den alten Hardcore-Modus, ne? Da hattest du nur ein Leben. Das ist jetzt nicht. Jetzt habt ihr immer wieder, könnt ihr euren Charakter aufbauen, ne? Und draufgehen oder sowas, das ist egal. Vom Sterbesystem her bleibt das schon so, wie wir es jetzt gewohnt waren, ne? Aber ich möchte halt ein neues Spielgefühl schon schaffen, ne? Und das ist halt, das kriegst du halt dadurch, dass du eben die Welt komplett so ein bisschen veränderst. Und die Einstellungsmöglichkeiten, die haben wir ja dazu halt, ne? Und deswegen wollte ich in diesem Video euch darauf fragen, ob ihr dieses Konzept okay findet, ne? Das werden wir so lange halt spielen, bis der offizielle Vibe dann kommt, ne? Wer weiß, wann der kommt. Vielleicht kommt er in 2 Wochen, vielleicht in 3. Das weiß keiner. Vielleicht auch schon in 1, ne? Bloß ich finde, bevor wir sowieso gevibed werden und alles geht kaputt und jeder verliert seinen Kram, könnten wir doch auch mal was Neues ausprobieren, oder nicht? Also, man könnte vielleicht auch ohne jetzt einen zweiten Vibe sozusagen dieses Konzept hier aufspielen, ne? Da müssen wir halt alle Player halt verteilen auf die Squads und die alten müssen wir alle löschen. Das sind knapp 200 Squads, die wir dann da noch zwischen haben. Die müssten wir dann irgendwie alle rauslöschen, sonst ist das zu viel Tüdelage. Deswegen eigentlich ist es immer am besten, wenn man wirklich
nochmal ein Vibe jetzt macht, auch wenn viele immer dagegen sind, ne? Aber so fangen alle auf dieser neuen Welt, auf dieser New World an, ne? Und mit der gleichen Voraussetzung. Da würde es dann auch ein Starterpaket geben, was jeder dann gleich zu Anfang kriegen würde. Also das ist auch kein Problem. Im letzten Voting wurde ja dagegen gestimmt, dass jetzt ein Vibe von mir gemacht wird, ne? Deswegen würde ich sagen, ich mache nochmal ein Voting unter Community-Tab auf meinem YouTube-Kanal. Da könnt ihr dann abstimmen. Da schreibe ich dann halt rein, ob ihr dieses neue Konzept wenigstens mal spielen wollt. Ob wir dieses neue Konzept ausprobieren wollen bis zum regulären Vibe, ne? Und dann mit der Option mit Vibe und einmal das neue Konzept ohne Vibe. Also ich mache eine Abstimmung über dieses Projekt jetzt hier, ne? Das wollte ich eigentlich im Juli jetzt beginnen. Ab den 1. wollte ich das eigentlich durchziehen. Und dann stimmt alle bei mir auf dem YouTube-Kanal ab unter Community-Tab. Da klickst du dann rauf und dann siehst du das, was du da auswählen kannst, ne? Und dann bin ich mal gespannt. Ansonsten schreibt hier unter dem Video, was ihr von dem Konzept haltet. Oder ob da noch irgendwas dran verändert werden sollte, ob ihr ein eigenes geiles Konzept habt. Leute, ich bin offen für alles. Das ist schon immer so gewesen. Wenn ihr eine geile Idee oder sowas habt, ne? Dann ziehe ich das gerne durch. Also wirklich, wir haben gar nichts mehr zu verlieren jetzt. Der Server wird doch sowieso bald platt gemacht. Der lief jetzt 7 Monate konsequent in den PvP-Modus, ne? Das bedeutet viel Loot. Die Leute werden wenig bestraft, immer damit du schnell viel ballern kannst und sowas. Das sind tatsächlich schon 7 Monate jetzt roundabout vorbei. Und also der Server läuft immer stabil, kontinuierlich auf einer Ebene. Wir experimentieren nicht von heute auf morgen oder sowas, nein. Für alle Neuen, das machen wir nur, wenn sowieso vom Hersteller, also vom Entwickler her, der Server platt gemacht wird. Also ein Vibe kommt, ne, durch den neuen großen Patch. Das ist jetzt der 04er, der dann kommen wird, ne. Und kurz davor bin ich immer gerne bereit, hier auf meinem Server was auszuprobieren, experimentieren und sowas. Da bin ich echt offen für sowas. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Weil Leute, nach 7 Monaten schläft doch sowieso vieles ein. Viele spielen schon gar nicht mehr und warten auch auf den neuen Patch jetzt, ne. Das ist doch so. Und dann lasst uns doch einfach vielleicht bis dahin noch was Neues Geiles auszuprobieren, ne? Danach, wenn der Patch ist, dann läuft der Server wieder normal weiter. Aber auch mit weniger Loot und sowas. Also da wird sich auch was ändern. So ist es nicht, ne? Allein schon vom Patch her, der würfelt auch mal alles durcheinander dann. Jedes Mal so. Also ich finde das neue Konzept gar nicht mal schlecht. Vielleicht sollten wir das mal ausprobieren. Vielleicht geht's auch in eine Hose oder sowas. Ich weiß es das selber nicht. Aber ich wäre jedenfalls offen dafür, was Neues auszuprobieren. Und normal spielen, sage ich immer, kann man hier immer noch, weißt du? Das kann man ja immer noch wieder alles normal machen und dann normal rumklödern da. Gut, also votet auf jeden Fall jetzt auf meinen YouTube-Kanal. Dann schreibt hier unter dieses Video, was ihr davon haltet oder ob ihr noch irgendwas ergänzen wollt oder ob ihr eine gänzlich andere Idee hättet. Und dann sehen wir uns schon morgen wieder. Bis dann.